Ich danke vielmals für diese freundliche Einleitung übrigens, weil sie gesagt hat, ich habe Jus studiert und dann habe ich studiert Psychologie, Geschichte, Mathematik der Philosophischen Fakultät. Da war die Sache so peinlich für mich, als ich die 8 Semester des Studiums an der Philosophischen Fakultät vollendet hatte, um das Doktorat zu machen, war ich bereits für Volkswirtschaft habilitiert. Und damals, Universitätslehrer, galt es, ein Universitätslehrer kann keine weiteren Universitätsprüfungen machen. Da ist ja bereits ein Universitätslehrer, daher konnte ich dieses Studium nie abschließen. Das sind eben auch diese zeitlichen Veränderungen. Ich werde schauen müssen, dass ich, das Thema ist so komplex, dass ich nicht zu lange rede. Wahrscheinlich rede ich circa 3/4 Stunden, 50 Minuten eventuell. Der Euro in der Krise, wie zukunftsfähig ist unsere Währung? Beginnen wir diese Vorlesung mit einem Trinkspruch. Here is to the new economics built on mathematics and sand, where Solow speaks only to Arrow and Arrow speaks only to Rand. Rand ist eine mathematische Forschungsgesellschaft in Amerika. Dieser Vers, er ist in doppelter Hinsicht interessant, Mathematics and Sand, stammt von dem berühmten altösterreichischen, genauer ist das eigentlich ein liechtensteinischer Außenwirtschaftstheoretiker Gottfried von Haberler, den wir in der Lehrveranstaltung auch besprochen haben, einer der wichtigsten Außenwirtschaftstheoretiker. New Economics built on Mathematics and Sand. Freilich ist der Vers schon 60 Jahre alt. 60 Jahre also schon. Built on Mathematics and Sand, nichts Neues. Nur kurze Zeit in den 80er und 90er Jahren, zumal unter Robert Lucas, hat man in den Vereinigten Staaten versucht, ihn zu ignorieren. Man glaubte, man kann wirklich alles voll berechnen. Das ist das große Problem, das wir haben. Man kann wirklich alles voll berechnen. Bitte seien Sie, verstehen Sie mich richtig. Man kann vieles berechnen, aber nicht alles zu jeder Zeit. Das ist das Problem. Und das ist die schwierige Frage, die man sich stellen muss. Wann sind Berechnungen plötzlich nicht mehr stichhaltig, die davor schön gegolten haben? Meine Hauptfähigkeit als Wirtschaftswissenschaftler ist, da bin ich von internationaler Berühmtheit, ich bin Prognostiker, Forecasting. Ich war als solcher besonders erfolgreich, das heißt keineswegs immer erfolgreich, ich erzähle meinen Studenten immer, besonders erfolgreich heißt, dass man in 52-55% der Fälle sogar recht hatte. Natürlich die umgekehrte Sache halt auch. Besonders wichtig, besonders schwierig übrigens, habe ich mehr und mehr gesehen, ist, dass man die Prognose als solche, der Inhalt ist richtig, aber der Zeitpunkt, zu dem sie zutrifft, der ist ganz besonders schwer feststellbar. Ich habe noch und noch, wurde einmal da behandelt, nicht wahr, dass der damals lebende Professor André im Vergleich zu mir, wo man da einen Wettbewerb gemacht hatte, die richtige Prognose gestellt hat und meine war besonders falsch. Nur war meine das nächste Jahr vollkommen richtig. Ein Jahr später, als ich dachte, wir haben immer diese Schwierigkeit, wie lange dauert es, bis die Dinge eintreffen werden. Ich werde heute erinnert, vor kurzem hat mich der frühere Notenbankchef Lipscher
erinnern, dass ich die kommende Finanzkrise der USA vollkommen richtig, also dann immer wiederholt und immer wieder wiederholt, bei einer Tagung 2002 vorhergesagt habe. Übrigens, der richtige Zeitpunkt kam wieder später, als ich damals dachte, weil die amerikanische Politik die Krise hinausgeschoben hatte, die dann freilich viel stärker wurde durch das Hinausschieben. Und wer hat mir damals vehement widersprochen? Absoluten Unsinn rede ich, eine Amerikanerin. Das wurde ich jetzt erinnert. Das ist eben auch sehr stark dieser Zusammenhang immer wieder national gegeben. Die entscheidende Überlegung: Richtige Prognosen werden meistens zum Zeitpunkt nicht geglaubt, denn sie sind unbequem im Moment. Sie werden vielleicht später erinnert, sie haben minimale Effekte zu dem Zeitpunkt, wo sie ausgesprochen werden. Zweitens, ich rede hier über Prognose bei Unsicherheit und Staatsbankrotte. Drei verschiedene Sachen. Prognose bei Unsicherheit. Greenspan, der vergangene Notenbankpräsident der Vereinigten Staaten, hat in seiner großen Abschlussrede gesagt, bei Finanzmärkten im sichersten Bereich, den es gibt, also nur so kurzfristig vorher, nur ein halbes Jahr prognostizieren, in welcher Situation die Wirtschaft ist. Das weiß man ja im Moment nicht. Die Statistiken kommen erst später raus, die Finanzstatistiken besonders früh. Er sei hier immer bei diesen Prognosen im Zweifel zwischen Risiko und Unsicherheit gewesen. Und hier kommen wir zu einem wichtigen Aspekt. Was ist Risiko? Was ist Unsicherheit? Das geht die ganze Betrachtung hier durch. Risiko heißt zweierlei. Man kennt alle möglichen Zustände der Welt. Man weiß genau die Situationen, die vorkommen können, alle. Und zweitens, man kennt die Wahrscheinlichkeit, mit dem jeder dieser Zustände der Welt auftritt. Das ist natürlich großartig zum Rechnen. Da hat man also dann diese verschiedenen Zustände der Welt, die freilich sehr bald in die Zukunft hinaus nahe ans Unendliche heranrücken. Die hat man und dann die Wahrscheinlichkeiten, die ordnet man zu. Und das ist natürlich ein wunderschönes Modell für jeden Mathematiker. Und es wird auch meistens, werden Zustände von Risiko immer nur betrachtet. Unsicherheit, der Unterschied stammt von Frank Knight aus dem Jahre 1921 und wurde gleichzeitig im selben Jahr von Keynes entwickelt, mit dem Effekt, dass sie gleichzeitig es entwickelt hatten, dass weder Keynes Knight noch Knight Keynes zitierte. Man hat also je nachdem einen dieser Autoren. Unsicherheit heißt, man kennt weder alle Zustände der Welt, noch kann man ihnen diese Wahrscheinlichkeiten zuordnen. Unsicherheit heißt nicht, dass man gar nichts weiß. Das ist etwas, was ich besonders betonen möchte. Man kann zum Beispiel die bestbekannten zukünftigen Umstände sich vorstellen und man kann diese Wahrscheinlichkeiten abschätzen. Und dann gibt es darüber hinaus einen Bereich, den man nicht mehr diskutieren will oder kann. Das heißt, ich mache Aussagen, und das werden wir die ganze Zeit machen. Ich mache Aussagen, die lauten zum Beispiel,
dieses oder jenes tritt mit 80%iger Wahrscheinlichkeit auf, das heißt in 4 aus 5 Fällen. Und das noch mit einer Spannweite, das kann also nach der einen oder anderen Seite variieren, mit plus minus 10%, sagen wir. Sie können also über die wahrscheinlichsten Umstände etwas sagen, aber es kann leicht ein unwahrscheinlicher Zustand auftreten. Und wir werden dann sehen, dass das die Antwort auf Ihre Hauptfrage ist. Der Euro in der Krise, wie zukunftsfähig ist unsere Währung? Und ich werde sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist sie zukunftsfähig, aber ich kann mir nicht trauen zu sagen, das ist eine Aussage mit Sicherheit. Ich weiß ja nicht, was da alles noch passieren könnte. Das ist also ganz entscheidend, dass man sich klar ist, man kann eben nur über besonders wahrscheinliche Zustände etwas sagen. Es geht im Übrigen um das also noch einmal zu klären, man kann auch, grüß Gott, die Zustände da oder so, man kann auch die Zustände ganz, ganz falsch beantworten. Und ich gebe dann hier ein Beispiel, das von entscheidender Bedeutung war. Die amerikanischen Banken waren sich im vergangenen Jahrzehnt vor dem Krach von 2008, auch wiederum der Krach von 2008, große Finanzkrach, Lehman Brothers ging in Konkurs. Ein so großer Bankkonkurs ist davor, mehr als 100 Jahre davor, das letzte Mal passiert. Sie wissen, lange Perspektiven haben. Die Banken hatten mit minimalen Wertschwankungen ihrer Vermögenswerte gerechnet. Zum Beispiel, also sie kaufen Schuldverschreibungen und die werden also nur 5% oder hinauf oder hinunter gehen. Und sie hielten damals so wie noch nie ganz minimale Reserven. Sie vergaben das 80-fache ihrer Reserven, das heißt, sie hatten Reserven von 0,25%. 40, 50-fache der Reserven, also vielleicht 2% Reserven. Gut, und dann gab es die Krise, da werden wir dann sehen, was man da gemacht hat. Gut, und jetzt verlangen Sie, ich bin persönlich tätig im Verein der Ersten Österreichischen, das ist also so ein Aufsichtsrat über deren Grundvermögensposition, von der Ersten Österreichischen wird jetzt 9% Reserven verlangt. Ja? Plötzlich sollen sie wesentlich höhere Reserven haben. Das heißt natürlich auch, das Risiko ist enorm gestiegen. Und man hatte vorher das Risiko enorm unterschätzt. Und das hatten insbesondere die Mathematiker gemacht. Da gab es einen berühmten mathematischen Nobelpreisträger, von dem die Optionenregel stammt. Und der hat Anfang 2000, als das Ganze noch nicht so klar war, wie schlecht das sein wird, publiziert. Begann da 2000 ein bisschen schlechter zu werden. Ich habe bis 1990 zurückgerechnet und da ist das nie vorgekommen. Ja, er hätte natürlich zurückrechnen müssen bis mindestens 1929 bis 1933, nicht? Allein die Aussage des Mathematikers, ich habe bis 1990, so an lauter gute Jahre zurückgerechnet, dass das nie passiert, da sehen Sie, wie es eben so schwierig ist, diese Möglichkeiten der Unsicherheit abzuschätzen. Built on mathematics and sand. Wenn Sie die falsche Mathematik zugrunde legen, wenn Sie den falschen Zeitraum zugrunde legen, dann machen Sie gerade mit einer solchen
Mathematik die größten Fehler. Schließlich meine dritte Überlegung. Wir haben also zuerst davon gesprochen, ich bin Prognostiker. Das Problem ist ja, dass meistens die guten Prognosen nicht geglaubt werden oder überhaupt, dass sich die Leute scheuen, Prognosen zu machen. Der einzige Unterschied ist der, dass ich schaue nicht nach, was die anderen sagen. Die anderen haben sie nach mir zu richten. Die meisten Leute, wenn sie irgendwelche Überlegungen sehen, die sagen ihnen nur, was sozusagen in ihrer geistigen Gemeinde die allgemeine Aussage ist, ohne irgendwie nachzudenken. Ich habe zweitens eben gesagt, es geht um Unsicherheit. Man kann die Zustände der Welt gar nicht definieren und man kann die Wahrscheinlichkeiten nicht angeben. Das heißt dennoch, dass man vielfach für bestimmte, wenn es für gute Zeiten, sagen wir, wenn es nicht so schlecht geht, kann man dann vielleicht sagen, mit 80% Wahrscheinlichkeit könnte das eintreten, nicht? Und damit man keine Fehlprognosen macht, was mache ich, wenn die Zeit besonders unsicher ist? Dann gebe ich keine Prognose. Ich muss es ja nicht. Und ich mache Sie aufmerksam, das hat auch Schorosch getan. Er hat in einem Jahr gesagt, ich kann nicht prognostizieren, wie es geht. Für dieses Jahr hat er also nicht einen Investitionsfonds aufgelegt. Das ist durchaus denkbar. Jetzt komme ich zu Staatsbankrotten. Zum Beispiel Griechenland ist jetzt der Bankrott schon sehr wahrscheinlich. So eine Aussage kann tödlich sein, daher sage ich, ich zitiere hier einen Schüler von mir, nicht wahr? Der saß auf diesen Bänken, es war schon einige Zeit vorüber, 50 Jahre. Sein Name ist Andreas Treichel, Generaldirektor, sehr alter Generaldirektor schon der ersten österreichischen. Andreas Treichel hat vor kurzem geschrieben, wahrscheinlich gehen die Griechen in Bankrott.